Moin moin, herzlich willkommen im LS22 auf der Karte Erlengrad. Wir sind ja immer noch fleißig dabei, die Ballen von der Wiese zu sammeln und nebenbei doch relativ viel Geld auszugeben. Das haben wir ja letzte Folge schon gemacht und jetzt haben wir ja noch ein bisschen Geld über. Aber erstmal werden wir noch ein paar Ballen sammeln und danach höchstwahrscheinlich noch mal ein bisschen Geld ausgeben. So. Also 2, 3, 4 Fuhren ungefähr möchte ich einsammeln. Und den geben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geld aus und dann dürfte das Ballen sammeln aber auch vorbei sein. Also so viel Ballen liegen hier ja nicht mehr. Da hinten hatten wir ja schon alle weggeholt. Das heißt, ganz links bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, da hatten wir auch schon alle weg. Ja, ansonsten hatten wir das ja in den letzten zwei Folgen so gemacht, dass wir immer gepresst haben, gewickelt haben und auch abgefahren haben. Die Maschinen schon gekauft. Die wir ja für die Feldarbeit brauchen. Vielleicht kaufen wir uns ja auch einfach nochmal von den 380 noch eine Wiese, die ein bisschen ebenerdiger ist. Das wäre für mich ja auch in Ordnung. Aber nicht nochmal so eine Wiese, die so steil ist wie die hier. Das wird es nicht geben. So, zwei Stück noch, dann sind wir voll. Da haben wir die erste Fuhre schon weg. Ja, da hinten liegen noch ein paar. Also zwei Fuhren garantiert noch, je nachdem, ob ich da hinten bzw. wir da hinten links auch schon waren oder nicht. Bisschen Geld wollte ich ja auch noch sparen bzw. auf dem Konto lassen. Um einfach Saatgut kaufen zu können oder Dünger oder Kalk. Und dann so eine Sparanlage, so eine kleine, haben wir hier ja auch stehen. Von mehreren Tausenden. Ja. Wie weit? So, so ist okay. Steht zwar nicht ganz in der Reihe, aber so ist okay. Würde mich aber auch mal interessieren, wie weit die Ballen da hinten links sind. Ja, das mit den Schatten hier auf der Karte ist echt so ein bisschen schade bzw. schlimm. So. Ach Mist, da muss ich da wieder hochkraxeln, ne? Ja, dann ist das so. 47. Okay. Ja, schade. Kann ich ja reintappen. So. Nee, den wollte ich gerne mitnehmen. Einmal verdrückt und schon ist er weg. 47. Das heißt, am nächsten Tag
dürften die durchgegärt sein. Das wäre nicht schlecht. Dann könnten wir ja am nächsten Tag schon die Silage in den Kuhstall packen. Da fehlt uns ja rein theoretisch nur noch Stroh. Da würde ich aber dann einfach ein paar Ballen kaufen. So einen Ladewagen voll. Was heißt Ladewagen voll? Also so ein Autoload-Stack voll. Und dann hoffe ich, reicht das auch erstmal. Bisschen Heu haben die Kühe jetzt sowieso noch drin. Aber Mischration bringt natürlich mehr Effektivität als nur Heu. Das ist natürlich wahr. So, beim nächsten Mal müssen wir hier auch mit dem Wagen hier auch nicht hoch, sondern dann haben wir das mit einem Ladewagen weggesammelt. Das ist ja auch eine Quälerei mit dem Traktor hier. Aber dieses Mal müssen wir das leider noch. Aber es läuft ja. Den noch. Den quälen wir uns gleich mal ganz nach oben. Ja, gib alles. Guter Ferguson, gib alles. Drück drauf, drück drauf. Oh, der quält sich. Das allerletzte Mal. Dennoch nur noch mit dem Ladewagen. So, Kurve kriegen. Und runterrauschen. Ist der auch wieder weg. Ein paar Ballen liegen da noch, ein paar Ballen liegen da auch noch ganz oben links in der Ecke versteckt. Also ich denke, hoffe, ein Wagen noch voll und dann sind wir mit dem Sammeln auch endlich fertig. Ich drehe meine Runden. Schon 3 Tage und 3 Stunden. So. Genau. Also ein paar Ballen haben wir wirklich gemacht hier. Silo auch noch mit rechnen, dann haben wir echt richtig, richtig viele Ballen gemacht. Quäl dich hoch. Guter Ferguson, quäl dich hoch. Ein letztes Mal.
Welche Wiese ist denn einigermaßen ebenerdig? Ich glaube, die hier, ne? Ui, das sind zwei. Die sind aber auch zu teuer. Mit 600. Das wäre. Oder wollte ich gleich mal gucken, ob wir da was Günstiges finden an Wiese? Oder ob das alles so teuer ist, dass wir uns doch eher was anderes überlegen, was wir uns dafür kaufen. Denn auf der hohen Kante wollte ich das jetzt nicht liegen. Dafür haben wir die Silageballen, die unser Spareinlage sind. Wenn wir hier ja wirklich regelmäßig wieder den Berg hier mit dem Ladewagen abfahren, dann haben wir ja auch immer ein gutes Einkommen. Wird sich eher mal überlegen, einen Radlader zu holen oder Förderbänder, dass wir die Silage auch wirklich rausbekommen. Aus dem Silo. Am liebsten will man natürlich ein Förderband. Selber schaufeln macht zwar auch mal Spaß, aber ich glaube beim dritten, vierten Mal dann auch nicht mehr. Weil das dauert ja schon doch ein bisschen, bis man die Liter da alle wieder weg hat. Der wird aber, glaube ich, noch voll, ne? 10 Stück. Hier oben ist noch einer. Da hinten hatte ich auch zwei, drei liegen lassen. Quäl dich rum. Also wenn jetzt einer liegen bleibt, dann bleibt er liegen. Ganz ehrlich. Zu viele Hügel drin. Oder Einbuchtung, Einkuhlung, irgendwie so. Es war echt so schön im Fahrrad. Es passt genau. Ist ja mega gut. Also der Wagen wird auch noch voll und wir haben alle weg. Wir haben alle weg. Mega gut. So, wir sind fertig. Dann würde ich gleich als allererstes nach einer Wiese oder nach einem Feld gucken, was wir uns kaufen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Fläche, um die zu bearbeiten. Die Aliens sind die gerade aufgeploppt, oder? Habt ihr das auch gesehen? Die Fußgänger? Dann einmal wieder entladen. Das klappt ja. So, dann würde ich einmal. Ja, ich habe der Gemeinde immer noch nicht Bescheid gesagt, dass sie doch bitte das Schild irgendwie umplatzieren sollen. So, einmal hier hinstellen, dann können wir den Autostack gleich sauber machen. Genau, unseren Drescher. Dann würde ich jetzt aber eben kurz mal nach einer Wiese schauen. Das Ziel sind nur 125. Das könnten wir auch. Diese Wiese. Da würde ich mal schauen, wie steil die ist. Und einfach nochmal Feld 19. Und
Dann wären wir so gut wie blank. Wären 300 und ein paar zerquetschte. Dann hätten wir auf jeden Fall noch. Die Wiese wäre natürlich auch ideal, aber da haben wir eine richtige Fahrstrecke, naja. Die Wiesen sind alle zu teuer, glaube ich. Ja, hier hat man zu wenig Fläche. Die könnte man noch machen. Also das hier ist ja jetzt natürlich wirklich Riesenfläche für 437 und die Fläche, die ich mir gedacht hatte, kostet 674. Das stimmt ja irgendwie das Verhältnis nicht, oder das ist wirklich weniger mega hügelig hier. Ich würde sagen, wir fahren mal eben mit dem Traktor hier hin und schauen uns mal die Wiese an. Können wir ja auch mit dem machen. Dann können wir gleich was mitnehmen. Ich kaufe eben mal ganz frech Saatgut. Kein Platz mehr? Nein, ich muss was umpacken. Ich wollte einfach nur noch. Ich wollte einfach schon mal die Maschine befüllen. Wir können den Drescher umparken. Dann haben wir auf jeden Fall Platz für Saatgut. Jetzt aber. Perfekto. So, besten Dank. Ich hätte gerne einmal Saatgut und einmal Dünger, genau. Einmal bitte auffüllen. Boah, geht da Dünger rein. Ich glaube, 1000 Liter sind mehr als ausreichend. So. Dann fahren wir da eben zu der Wiese, die ich mir. Ist auf der 19 eigentlich noch fast drauf? Oder ist das abgeerntet? So wie es aussieht, ist so ja drauf. Könnten wir gleich nochmal ernten, das wäre auch gar nicht so schlecht. Nee, ist abgeerntet. Müsste auch gekalkt werden. Ja, nicht so tragisch. Aber die Wiese interessiert mich ja. Wo ist die denn jetzt genau? Wo bin ich genau? Käsekuchen. Gut. Ach, du möchtest auch hier rein. Okay. Dann fahr du zuerst und danach drehe ich. So. Hier lang können wir jetzt leider nicht, weil da oben rechts ist schon die Wiese. Deswegen fahren wir jetzt einmal hier lang. Ja, ein wenig steil ist die. Ein wenig steil ist die. Aber ich glaube, das ist auszuhalten. Das ist nur, wenn man den unteren Teil mit dem Ladewagen abfährt. Den oberen Teil kann man auf jeden Fall wieder im Ballen pressen. Ich würde sagen, wir kaufen die. Ich finde das eine gute Idee. Und dann kaufen wir auch gleich Feld 19 dazu.
haben wir noch 71.000. Ein paar Ballen wollten wir ja auch noch kaufen. Und dann glaube ich, ist das so in Ordnung. Dann passt das auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich aber bei euch dafür, dass ihr wieder euch die Zeit genommen habt und euch die Folge angeschaut habt. Mensch, 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 Sprachfehler. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Lasst euch nicht ärgern, wie im Berufsleben für die Leute, die noch arbeiten müssen am Wochenende, wie auch privat. Und dann sehen wir uns in einer anderen Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.